Hades Tod gab uns mehr Fragen als Antworten. Aber endlich war er keine Bedrohung mehr. Es war der Beginn eines neuen Kapitels. Für alle von uns. Endlich erwischte es doch Josef Dschekaidze, bekannt als Hades. Anführer der KVA und Drahtzieher hinter den verheerenden Angriffen vor 4 Jahren. Wir sprachen mit Jonathan Irons, Gründer und CEO von Atlas International, dem privaten Militärunternehmen, das ihn am Ende schließlich zur Strecke brachte, diesen Hades. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben getan, wozu keine Regierung in der Lage war. Danke, Wendy, aber die wahren Helden sind die Männer und Frauen von Atlas. Ihr Erfolg diese Woche macht mich sehr stolz. Die Vereinten Nationen wollen Ihnen angeblich einen Posten im Sicherheitsrat anbieten. Sehen Sie sich in der Politik? Tja, ich bin ein Mann der Tat. Also, nein. Aber sehen Sie sich Neubagdad an. Vor 40 Jahren sind wir mit eingezogenem Schwanz aus dem Irak abgerückt und hinterließen eine Ruine. Jetzt ist der Ort ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Effizienz über Bürokratie steht. Die letzten 4 Jahre liefen grandios für Sie. Nach den KVA-Angriffen wurde Atlas zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Und Sie kontrollieren nun das größte stehende Militär der Welt. Was also sind Ihre nächsten Pläne? Ja, was sind seine nächsten Pläne? Mit so viel Macht in seiner Hand. Das geht mit Sicherheit nach hinten los. Das ist so offensichtlich. Aber lassen wir uns mal überraschen, was da genau passiert. Lassen wir uns mal überraschen. Hauptsache der Hades ist erstmal weg. Frag mich, ob der ganze Fernsehsender ihm auch schon gehört hat. Oder gehört. Nach Irak geht's. Wie fühlt es sich an, ein Held zu sein? Lass es dir nicht zu Kopf. Gideon, Mitchell, ich muss euch sehen. Sofort. Ilona, was ist los? Wir treffen uns in Wartungsraum 6A. Kommt nur ihr beide. Okay, sind unterwegs. Bin gespannt, was sie von uns will. Ich auch, kann's gar nicht abwarten. Guten Tag, Sir. Kaum zu glauben, dass das Bagdad ist. Vor 2 Jahren musste man ständig um sein Leben fürchten. Und jetzt blüht die Stadt auf. Dank uns. Das Echo-Team hat gestern eine weitere KVA-Zelle eliminiert. Das Netzwerk ist bald entwirrt. Hades war der Schlüssel. Der Welt gehen die Schurken aus, mein Freund. Du solltest dich auf den Ruhestand vorbereiten. Guten Tag, Sir. Es wird immer einen weiteren Schurken geben. Das kennen wir doch. Das ist es. Weiß jemand, dass ihr hier seid? Nein, was genau? Der Codierer verschafft uns ein paar Minuten. Mit meinem Herz synchronisieren. Ich zeig euch was. Was zur Hölle soll das denn Seht alles? Seht einfach zu. Das ist Irons. Mit dem geretteten Technologen. Der Typ aus dem Fluss? Er hat es nicht nach Nigeria geschafft. Die KVA plant einen Angriff. Sie haben mir alles erzählt. Was für ein Angriff? Einen weltweiten. Auf Kraftwerke. Sie wollten, dass ich für sie die Sicherheitssysteme ausschalte. Wo genau wollen Sie zuschlagen? Seattle, Paris, Tokio. Tausende werden sterben. Jemand muss das erfahren. Nein. Alle müssen davon erfahren. Keine Sorge, alles okay. Ich kümmere mich sofort darum. Scheiße. Er wusste es. Und er hat es passieren lassen. All diese Leute sind gestorben und er hat davon profitiert. Wo hast du das her? Hades. Bevor er starb, hatte es uns gegeben. Und wir wissen, dass es echt war ist. Mit unserem eigenen Algorithmus verschlüsselt. Es ist von Atlas. Außer uns hat das niemand gesehen. Wir müssen hier raus. Sofort! Bam.
Wir haben alles gesehen. Was gesehen? Sie wussten von den Angriffen. All diese Unschuldigen. Das war eine gefälschte Aufnahme eines Terroristen. Sie sind verrückt. Ein Monster. Ich bin enttäuscht von dir. Du hättest alles haben können. Haltet sie hier, bis die Reporter weg sind. Gideon? Ja, Sir. Gideon! Du hast es doch gesehen. Er sagt, es ist gefälscht. Er hat sich entschieden. Ach, und wie dürfen sich entscheiden? Bleib, wo du bist! Hör zu, wir haben das Exosystem gehackt. Vertraut mir, in 10 Sekunden wird das Feuersystem aktiviert. Dann rennt los. Los, jetzt! Yeah, genau, weil ich auch... Ach, los, da unten! Jetzt! Die Beine drauf. Wir müssen hier raus. Sofort. Das brauchst du nicht zweimal sagen. Wer sind Sie? Mein Freund. Weiter! Robert, die Feuerschutztüren im Keller sind deaktiviert. Wir können die Flüchtigen nicht abfangen. Wir Endstation! Brauchen diese Türen, verdammt! Moment! Ihr müsst zum Dach klettern. Wir brauchen den Magnetgriff. Sie aktivieren einen Drohnenschwarm. Ihr habt nur ein paar Sekunden, wenn ihr auf dem Dach seid. Da oben sind wir gefangen. Vertraut mir. Schwarm, weg! Schnell weg! Lass diesen Schwarm weg, sofort! Hierüber! Überbrücke die Tore. Lauft über das Dach und sprengt über das Geländer. Wir sind hier im 4. Stock. Na los! Die Kanalisation ist genau vor euch. Weiter! Jetzt schnell da rein. Bin ich noch gerade drüber gesprochen? Die Welt wird immer einen Bösewicht haben. Und was jetzt? Ihr müsst es über die Docks in die Altstadt schaffen. Sie werden die ganze Stadt abriegeln, um uns zu finden. Warum solltet ihr euch beeilen? Dann beeilen wir uns mal. Ducken? Na gut. Keine Bewegung! Auf den Boden! Auf die Knie! Sofort! Sie treiben die Zivilisten zusammen. Wir haben nicht viel Zeit. Dadurch. Auf einmal? Kommt zur Straße! Wir haben die Flüchtlinge in der Altstadt angekesselt. In Deckung! Auf die Flanken achten! Sie kommen auf die Westen! Und Entdeckung! Ich hab sie! Jetzt heißt hier Exosuit gegen Exosuit, ey. Auf die Flanke achten! Machen wir doch, willst du runter? Willst du vorbei? Sag doch was! Das ist kein Problem für uns. Ups. Sieht noch alle gleich aus. Und Entdeckung.
Schön mit den ganzen Zivilisten hier dabei. Wie viel Munition haben wir denn? Ach, massig. 400 Schuss. Können eine ganze Armee kommen. Wir können da nicht hochspringen? Boah, ist das schlecht. Los, los, los! Nee, man darf nur dahin, wo die Level-Designer das wollen. Die Docks sind vor uns! Da, am Ende des Docks wartet ein Boot. Vor uns, hinter uns, neben uns, über uns. ASD, Achtung! Ich sehe sie im Norden. War Mark der Handgranaten? Magst du noch eine? Frage, ob ich da überhaupt mit Maschinengewehr durchkomme. Ah, EMP, EMP, EMP. Ja, sofort. Mein Gott. Granate wechseln, Warn, Blend, EMP. Das Boot ist beim zweiten Top vor euch! Mitchell, steig in das Boot! Steig in das Boot. Bereite den Kletterhaken vor. Den wirst du noch brauchen. Ja, wir haben Kletterhaken an unserem Arm dran. Dann kann es ja losgehen. In Richtung des Geschäftszentrums. Wir werden von Drohnen verfolgt! Oh, und wir rutschen. Was? Unter welchen Booten? Ah, witzig. Fahr schneller, womit? Springen! Hier einmal kurz untertauchen. Los, los! Was? Oh! Wuhu! Raketenerfassung! Tauchen! Angriff! Tauchen! Ich bin mehr unter Wasser als oben drüber. Ja, ich tauche doch die ganze Zeit schon. Ihr seid gleich da. Wo sind wir gleich? Was seht ihr dann? Aufpassen! Oh, wir können nichts machen. Mitchell, Ilona, könnt ihr mich hören? Ihr müsst weiter. Alles in Ordnung? Könnt ihr weiter? Ja, das Boot ist zerstört. Wir laufen weiter. Der Evakuierungspunkt liegt über euch, oben im Gebäude. Wie sollen wir darauf kommen? Setz den Haken ein. Der Haken. Mitchell, hier drüben können wir den Haken einsetzen. Q für Kletterhaken. Noch ein Punkt für den Kletterhaken über uns. Weiter nach Geil. Oben. Das bockt doch. Feindkontakt! In Deckung! Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Und wo gehen sie als nächstes wieder hin? Auf die Container achten! Welche Container? Die Container! Vor
schießen die denn? Tschüss, gute Nacht. Hab's geschafft. Kletter mit dem Haken den Turm rauf. Weiter nach oben. Oh, und weiter höher. Mit dem Haken auf den Vorsprung. Zum Vorsprung. Wir brauchen den Magnetgriff. Ja, genau. Stellt euch beide auf eine Stelle. Hab's geschafft. Kletter mit dem Haken den Turm rauf. Weiter nach oben. Mit dem Haken auf den Vorsprung. Hey. Hey. Fast geschafft! Kletter mit dem Haken den Turm rauf! Mit dem Haken auf den Vorsprung! Wir brauchen den Magnetgriff! Klettern. Warum weiß sie das und ich nicht, dass jetzt der Magnet da ist? Warum klappt hier nicht der Haken? Wow. Fallen lassen und über die Hochbrücke. Über die Hochbrücke. Ja, da kommt doch noch ein bisschen mehr, oder nicht? Ist das alles, was ihr könnt? Zu dem Kran und an ihn rüber. Vorsichtig! Boah. Nur nicht nach unten gucken. Weiter! Springen, Mitchell! Wir springen! Du kennst doch deinen alten Sergeant noch. Bringen wir euch hier raus. Robert! Wie geht's weiter, Boss? Nicht schießen! Wenn das mit eins nicht stimmt, jage ich dich persönlich. Ich irre mich nicht! Atlas 1, wie ist Ihr Status? Das Dach ist frei. Kein Zeichen von Ihnen. In Ordnung. Rein da. Jetzt!